Ja, hallo, ich bin gerade mit unseren Azubis dabei, ein bisschen Refactoring zu zeigen. Hat gedacht, komm, das nehmen wir mal schnell auf. Und zwar ist es so, dass die Jungs die Aufgabe bekommen hatten, einen Export aus der Buchhaltung, in dem Sachkonten und deren Salden drinstehen, dass sie das automatisch auslesen und in unserer Excel bzw. in unserer Weiterverarbeitung automatisiert mit einfließen lassen, damit zum Beispiel Quartalszahlen, die Reports dazu automatisiert gemacht werden können. Und ich halte es immer so, ich lasse die gerne erstmal das umsetzen, so wie sie es für richtig halten, und dann schauen wir uns das gemeinsam an und machen eben solche Refactoring-Sessions. Und da sind wir jetzt gerade. Ich habe leider schon ein kleines bisschen angefangen, und zwar geht es jetzt vorwiegend mal erstmal um diesen Code, den ich mal kurz zeigen möchte. Und ich habe jetzt angefangen, erstmal Tests zu schreiben, dass bevor wir was ändern, dass es abgesichert ist, dass es noch weiterhin funktioniert, weil an sich funktioniert das Programm schon mal, ist schon mal gut. Und jetzt möchten wir es einfach besser machen. Ne? Die Jungs sind live mit dabei, die schalten sich ein, wenn sie Fragen haben. Normalerweise würden die das jetzt entwickeln, aber damit eben das Video ein bisschen flott vorangeht, mache ich das Ganze jetzt, nehme einen Schluck Wasser. Und los geht's. So, also ich habe mal diese zwei Tests gemacht. Einmal, dass überhaupt ein Konto drin ist, und zwar weiß ich, dass das Umsatzkonto 8500 ist ein Umsatzkonto, zumindest beim Standard Kontenrahmen 03 der DATEV. Bei einem anderen Kontenrahmen wäre es jetzt eine andere Nummer, aber ich weiß, dass dieses Konto immer drin ist und immer gefüllt ist, und der Umsatz ist immer als Minus drin, weil es ist im Haben. Also müsste da mindestens mal hoffentlich ein möglichst hoher Negativwert drin stehen. Und das Ganze testen wir jetzt mal und sehen auch, dass das dann funktioniert. Ich lasse mal kurz laufen. Ich hoffe, dass es funktioniert. Genau, spitzenmäßig. Ich habe jetzt mal den Test einfach so benannt, denn das werden wir jetzt gleich noch besser machen. Es sollte nur mal einen ersten Test, damit wir wissen, okay, das Auslesen funktioniert, was zurückkommt, funktioniert. Wir könnten jetzt noch beispielsweise es anders machen. Konto ist vorhanden und Saldo negativ. Jetzt machen wir vielleicht noch den anderen Test. Das war auch ein, welches Konto könnten wir denn nehmen? Miete, da müssen wir jetzt vielleicht mal nachschauen, was haben wir denn da für Konten drin. Und machen wir mal Porto. Das ist kein großer Betrag, 34,99. Also machen wir hier Porto, Konto und Saldo positiv, da das im Soll gebucht wird. Dann machen wir das mal. Das war das Konto. Fällt mir eines auf. Wir haben noch nicht. Ja, da habe ich nämlich mit drin abgebrochen und habe gesagt, das nehmen wir jetzt schnell mal auf. Das heißt, wir brauchen hier auch noch Saldo, Schutt, wie lässt denn, habe ich das vorhin vielleicht auch gelöscht, hätte das auch gezeigt. Okay, also machen wir es nochmal rein. Und das hier soll, ich mache jetzt mal genau 34, oder machen wir hier einfach größer, wie greater. So, jetzt haben wir mal den, und jetzt machen wir vielleicht noch einen Test von dem Konto, was gar nicht drin ist. Ungültiges Konto Nummer wird nicht aufgelöst. Machen wir mal so. So, dann machen wir einfach. Wert brauchen wir schon mal gar nicht. Auch nicht. Und hier machen wir zum Beispiel ein. Das können wir nehmen. Wir können ja mal reingucken. Das ist nach Nummern sortiert. 4910. Dann machen wir vielleicht 4909. 909. So.
Könnte natürlich mal sein, dass irgendwann die Buchhaltung tatsächlich mal dieses Konto aufmacht, sei mal dahingestellt. Das ist eh noch unschön, dass es aktuell auf diese tatsächliche Liste geht. Kann man natürlich auch machen, aber schöner wäre, wenn wir das anders hinkriegen. So, jetzt haben wir das Ganze getestet. Also hier unsere Test-Session war alles grün. Nochmal was laufen. Doch nicht, dann gucken wir mal hier. Ja, logisch, weil ich habe hier noch gar nichts gemacht. Also, contains key, defaults. Auch die Tests sollte man richtig schreiben, das hilft. So, jetzt können wir uns ans Refactoring machen. Punkt 1, statische Klassen und Methoden sind immer relativ schwierig zu testen, man kann es. Haben wir vor kurzem auch ein schönes Code-Refactoring zugemacht, vielleicht stelle ich es mal auch noch online, also schreibt es einfach in die Kommentare, wenn ihr das auch mal gerne sehen wolltet. Aber wir machen das jetzt erstmal diese ganze statische Geschichte weg. So, und jetzt machen wir vielleicht mal noch Folgendes. Wir trennen das Thema I.O., also das Lesen einer Datei, von dem Verarbeiten. Und das machen wir wie folgt. Oder jetzt machen wir erstmal wieder, dass es läuft. Wir brauchen ja keinen statischen Code, das heißt, wir müssen einfach hier nur hergehen. Und jetzt kann ich in dem Zug auch gleich erklären, wie eigentlich die Tests aufgebaut sind. Im ersten Teil macht man das Arrange, man setzt quasi die Umgebung auf, wie man sie braucht. In unserem Fall wäre das jetzt wahr. Nennen wir es mal CSV, man könnte es zum Beispiel auch SUT für System Under Test nennen, sehe ich häufig, finde ich nicht so gut. Ich hätte da gern immer was fachlich eigentlich genau abläuft. CSV finde ich auch noch nicht gut, aber wir nähern uns. So. Und dann machen wir einfach auch nur das Ganze so. Und schon kompiliert die Geschichte wieder. Probieren wir mal kurz. Indem wir eben hier unsere Objekte erzeugen. Wir sind in der objektorientierten Programmierung. Natürlich kann C-Sharp auch andere Paradigmen umsetzen. Gucken wir mal, irgendwo habe ich einen Fehler gemacht. Das ist natürlich im eigentlichen Programm. Das müssen wir also auch gleich mit anpassen. So. Und jetzt müssten die Tests immer noch problemlos durchlaufen. Jo. Also, dann haben wir mal das. So, nächster Schritt. Ich möchte das Auslesen der CSV in den Zeilen umwandeln, auch wenn es jetzt nicht viel Logik ist, würde ich gerne aus dem Ganzen rausnehmen. Deshalb machen wir hier mal einen Konstruktor. Wir können mal, damit wir abwärtskompatibel sind, den mal so lassen und machen hier quasi eine optionale Möglichkeit, dass wir entweder die Lines reingeben oder den Pfad, den seht ihr, das haben die Jungs in die App-Settings reingemacht. Das könnte man natürlich auch, weil es eine Kommandozeile am Schluss ist, die ja komplett automatisiert wird, über die Kommandozeile mit reingeben. Das werde ich mit denen im Anschluss dann machen. Da gibt es auch ein paar schöne Nougat-Pakete, wo man eigentlich schon viel Arbeit abgenommen bekommt. Und ich würde sagen, wir machen das Ganze mal wie folgt. Wir brauchen solche Lines, also sprich das, was hier rauskommt. Eben, das sind eine Liste von Strings. Und wir machen hier einen String und machen hier Lines. So. Dann können wir quasi das hier. Also mein Ziel ist auch immer, möglichst abwärtskompatibel zu refactoren. Dann machen wir hier private. Machen wir mal anders. Dass man auch mal sieht, wie man es mit Resharper machen kann. Zeilen. Lassen wir uns das Feld erstellen. So, jetzt fange ich auch schon an hier.
So, hier braucht man iInformable von String. Gut, und dann können wir hier schon mal reinschreiben. Zeilen. So, jetzt kann ich das schon mal ändern, wenn ich das möchte. Ich lasse es jetzt aber erst noch mal laufen. Steuerung UL macht Unit-Tests eigentlich, wenn es richtig konfiguriert oder wenn es so konfiguriert ist, wie ich es von mir kenne. Ich lasse es jetzt hier mal laufen. Ich fahre mal ganz kurz meinen Schreibtisch hoch. Stefan, hast du das Telefon abgemeldet? Alles klar. So, also die Tests laufen noch. Steuerung UL macht jetzt leider nicht. Ist nicht doch mal die Tests laufen. Das würden wir dann im Nachgang auch uns kurz anschauen. So, dann Schreibweise. Ich bin immer ein Freund von pro Link-Statement eine Zeile zu machen. Jetzt schauen wir uns die mal an. Versteht man das so ohne weiteres? Ich würde sagen, ich verstehe das nicht. Und selbst wenn ich selbst programmiert hätte, nach 3 Monaten verstehe ich es auch nicht mehr. Deshalb gehen wir mal hin und schauen mal, was das Ganze macht. Hier haben wir einen Schritt drin. Der nimmt nur Zeilen, die mindestens 3, Tim, hilf mir gerade nochmal, ich bin nicht der große Regex-Spezi, 3 oder 4 Ziffern also, haben. Die Zahl muss mit 2, 3, 4 oder 8 anfangen und dann folgen noch 3 weitere Zahlen, sprich 4 Zahlen insgesamt und danach kommt eben irgendwelche anderen Characters. Wahnsinn, spitzenmäßig, das war also mein Telefon-Joker. Dann können wir das jetzt rausziehen. So, jetzt könnte ich natürlich sagen, als Methodenname, ja, es muss 4-stellig sein mit 2, 3, 4 oder 8 beginnen. Es sagt aber nicht, was da fachlich passiert. So. Und mit 2, 3, 4 oder 8 beginnen, das sind die Konten, die uns im Kontext der G&V oder beziehungsweise auch dieser Quartalsauswertungen besonders interessieren oder ausschließlich interessieren. Das heißt, das hier sind die. Also wir schauen uns erstmal kurz in der CSV an. In der CSV würde ich jetzt zum Beispiel, diese Zeile würde ich nehmen, diese Zeile würde ich nicht nehmen. Ich mache es mal ein bisschen größer. Ne? Also hier, wo die Zahlen entsprechend davor sind, was ich nicht nehmen würde, wären alles, was mit 1 beginnt oder hier sogar weniger als 4 Stellen hat. Das würde ich nicht nehmen, weil die Konten sind jetzt für die Auswertung nicht die relevanten. Und ich sag mal, auswertungsrelevante Konten. So, jetzt kann ich das hier noch zu so einer Method Group machen. Würde ich in einer größeren Applikation nicht empfehlen, weil es dann 2 Indirektiven sind. Da muss es zur Laufzeit auswerten. Was ist der Zeiger? Wir machen das jetzt einfach mal, weil es hier jetzt nicht so relevant ist und einfach kürzer ist. So, dann haben wir mal das. Dann bin ich schon mit den Jungs auf das hier gestoßen. Da werden doppelte Semikolons zu einem zusammengefasst. Das ist jetzt fachlich, kann das schief gehen. Und zwar, wenn im Export mal eine Spalte gefüllt ist, von der man jetzt aktuell nicht erwartet, dass sie gefüllt ist. Und deswegen habe ich gesagt, würde ich diese Zeile ganz rausschmeißen. Das heißt, das können wir an der Stelle auch komplett löschen. Ich meine, wir sind ja safe, wir haben ja unsere Tests. So, und jetzt lassen wir einfach nochmal unsere Unit-Tests laufen. Ich tue die vielleicht mal hier komplett ein antackern. So, da haben wir schon das Problem. Gucken wir mal. Pass Double. Da fliegt er auf die Schnauze. Und zwar fliegt er deshalb wahrscheinlich auf die Schnauze, weil wir, gucken wir es uns nochmal vorher an. Genau. Weil wir hier schon fest von ausgehen, dass die an einer bestimmten Stelle stehen. Das heißt, die letzte Änderung, die hier, darf ich vorerst mal nicht verändern. Und dann müsste es jetzt wieder funktionieren. Mal einen kleinen Schluck Wasser. So, jetzt testet es ja wohl. Jetzt geht's wieder. Okay, also weil wir wohl offensichtlich im unteren Code tatsächlich das so brauchen, ist es mal so. Dann mache ich es erstmal ein bisschen besser, indem ich hier schreibe,
Da werden jetzt die Zeilen nominiert, könnte man mal sagen. Zeilen nominieren. Sollten wir auf jeden Fall später noch rauskriegen, weil es fachlich zu Problemen führen könnte. So, und die Frage ist, brauche ich eigentlich dieses To-List? Ich muss das schon abrufen. Ich würde mal sagen, nein. Das habe ich dann hier im For-Each ohnehin. Das ist übrigens aus meiner Sicht auch dann als Extension Method darstellbar, weil es ist nur eine Projektion. Ne? Mit dem Select machen wir schon eine Projektion. Hier kann man dann die nächste Projektion machen, aber erstmal wieder testen. Ah, ich versuche leider immer den Befehl zum Testen auszuführen und hole mir dadurch die Ausgabe hoch. Also nochmal. Die Anzeige gefällt mir irgendwie nicht. Leider kommt da immer die Bildanzeige hoch. Ja, also gelaufen sind sie. Schauen wir mal, wo ist denn die... Ich mache hier nochmal die Tests weg und gehe mal hier auf Ansicht. Wenn man es nie braucht und bei Visual Studio ist es auch nicht gerade so toll eingebunden. Gehe vielleicht mal über meinen Resharper, Unit Tests oder Windows und genau. So, jetzt machen wir das vielleicht einfach mal nach links und Test Explorer machen wir mal weg. Und so machen wir das. Schön wäre jetzt natürlich, wenn man die automatisch laufen lassen würde. Auch das steht demnächst auf der Agenda. Aber wie gesagt, eins nach dem anderen. So, also die laufen schon mal gut. So, nächster Schritt wäre, jetzt machen wir hier, rufen wir den lokalen Konstruktor auf. Weiterhin abwärtskompatibel, alles fein. Können wir schon mal Read-Only machen, ist auch in Ordnung. Und es läuft noch alles. Und hier die aktuelle Lösung kompiliert auch. Und jetzt würden wir mal anschauen, wo können wir noch was verbessern. Ich würde jetzt gerne im Test künftig die Zeilen reingeben. Das heißt, ich muss, oder beziehungsweise, doch genau, die Zeilen reingeben. Das heißt, ich kann mir ja jetzt spaßeshalber mal genau sowas machen. Brauche ich nicht mehr die, also hier im Arrange mache ich mir mal solche Zeilen. List von String und das ist die, wie nennen wir es, das sind die Zeilen, CSV Export Zeilen, so wie wir sie tatsächlich erhalten. Ich denke mal, die Jungs können folgen, sonst hätten sie sich schon gemeldet. Und das nennen wir die Porto-Konto so, dann können wir uns doch einfach mal die Porto-Konto-Zeile raussuchen. Porto die hier. Und wir nehmen gleich auch noch unsere Umsatzzeile. Nicht schön, aber selten.
bin ein Fan von var, das können wir jetzt über statt ef können wir den Code Cleanup aktivieren und sagen mal, machen wir das mal automatisiert. Bam. Und Portozeile, dann duplizieren wir das, machen hier die Umsatzzeile. So. Vielleicht machen wir das so. Jetzt kann ich hier das verkürzen. Auch die Tests sollten möglichst sauber dastehen, dass man die warten kann. Weil viele schreiben zwar viele Tests, aber dann sind die Tests nicht mehr wartbar. Dann hat man quasi so gesehen vielleicht halbwegs guten Code, aber halt die Tests sind überhaupt nicht mehr wartbar. Hat man das Problem verschoben. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt alles in eine Methode, die uns so die CSV simuliert. Also simuliere CSV-Daten. Das war jetzt vielleicht blöd, weil ich gebe nichts zurück. Gut. War Zeilen. Und dann können wir hier Zeilen machen. Guti. Copy-Paste. In der Hoffnung, man hat es hier richtig. Beziehungsweise wir machen erstmal das, bevor wir was kopieren, was falsch ist. Und gucken mal, läuft's. Ajo. Weiter muss ich nichts ändern. Am Produktivcode muss ich jetzt auch vorerst nichts machen. Und jetzt lassen wir nochmal bitte. So, habe ich eigentlich das unten offen? Gleich mal weg. Und ich mache jetzt hier nochmal meine Panios. Jetzt habe ich es oben, den Unit Test Explorer. Und trotzdem geht er von unten auf. Dann merke ich schon, was das Problem ist. Dann machen wir es wie folgt. ReSharper, Window. Und ich hatte hier vorhin Unit-Test-Nummer, wir möchten aber das hier. Das ziehen wir uns jetzt nach rechts. So. Ich schalte vielleicht auch mal ganz kurz, habe jetzt gar nicht dran gedacht, dass man es vielleicht schlecht lesen kann. Die Schriftgröße, jetzt wo war das wieder? Schrift. Ich hoffe, ihr konntet trotzdem das Ganze verfolgen, wenn ich das jetzt gemacht hatte. Schriftgrad, Texteditor machen wir mal auf 12. Consolas finde ich übrigens eine sehr gute Schriftart, weil man die 0 und das O unterscheiden kann, oder das L und das I unterscheiden kann. So, jetzt müsst ihr da, denke ich, jetzt ganz gut lesen können. Wunderbar. Ich mache vielleicht sogar das mal auf Fullscreen. So. Also, dann haben wir mal das Ganze hinbekommen. Sieht gut aus. Jetzt können wir hier einfacher testen, weil wir keine CSV haben, die wir genauso abbilden müssen, sondern wir können uns jetzt Zeilen entsprechend erzeugen. So. Jetzt wollten wir, wie gesagt, dieses untere, das liest sich schon mal ungünstig. Da machen wir das jetzt mal wie folgt. Wir können das hier als eigene Methode machen und es projiziert uns ein Dictionary Int Double. So, wir machen aber das ein kleines bisschen anders. Und zwar mein Ziel ist, dass ich das hier als weitere Extension Method dran habe, weil es ist nichts anderes als eine Projektion. Es macht aus diesen vielen Spalten, nimmt sich zwei Werte raus, konvertiert die. Und dann haben wir quasi hier ein Key-Value-Pair. Ne? So, also hier mache ich ein Steuerung RM. Dann kann ich das raus extrahieren mit ReSharper. Und zwar möchte ich hier, wie nenne ich die Methode?
So, das ist leider nicht so, wie ich mir das wünsche. Ich möchte nur die Line und möchte ein Key-Value-Pair aus Int und Double. Jetzt gebe ich hier ein Return New Key-Value-Pair mit Konto Saldo zurück. Und logischerweise werde ich das in mein Dictionary reinnehmen müssen, das übrigens da auch gar nichts verloren hat, sondern erst hier benötigt, weil wenn es zwar auf die Fresse fliegt, brauche ich diese Variable initialisieren. Salden.add. Autovervollständigung fällt mir hier nicht, wie es eingestellt ist. So, gucken wir mal, was er hier noch sagt. Habe ich es noch nicht geändert. String passt. Hat zwei Parameter. Irgendwo sehe ich gerade was nicht. Machen wir es mal anders. Ah, Punkt add und es will den Einzel. Das will das Einzel. So, sagen wir mal das. Gucken wir mal, was bietet es uns hier an. Convert to Link Expression. Haben wir also schon. Das heißt, wir können jetzt an der Stelle das so schreiben und direkt ein Return. Mach mal hier wahr, fu. Weiß nicht, warum es mir das gerade ausgraut. Return foo. Steuerung EF für die Autoformatierung. So. So. Hat nur ein bisschen gedauert, bis er kompiliert hat. Also, und jetzt sieht das Ganze auch schon besser aus. Zeilen nominieren, nur auswertungsrelevante Konten, ermittle Konto mit Saldo, oder man nennt es mal so. Finde ich ja schon mal viel schöner, viel leserlicher. Und was müssen wir jetzt als erstes machen? Test laufen lassen, gucken, läuft noch. Viel leserlich, man weiß sofort, was fachlich eigentlich hier abgeht. Wäre jetzt vielleicht schon ein Zeitpunkt, wo ich sagen würde, wir committen mal. Ne? Also hier könnten wir jetzt mal committen. Ich zeige es mal kurz, dass wir sauber haben. Die Jungs haben hier MSysKit, die kriegen demnächst Cygwin und ZSH mit ConEmu. Vielleicht dann auch wieder ein Video für einen Anschluss, wenn euch das interessiert, einfach auch in die Kommentare reinknallen. Wir haben hier ein paar Aliase und hier machen wir mal, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben natürlich Refactoring betrieben. Also ich habe eigentlich die Konvention, sowas dann zu schreiben, weil fachlich ist da jetzt nichts geändert worden, sondern das war nur ein Refactoring und wie nimmt man solche Commits auf? Ich habe da die Konvention, ich schreibe hier Refactoring und sage, Bearbeitung so. Jetzt wäre der nächste Schritt, ich möchte eigentlich hier noch weitermachen. Hier zum Beispiel, jetzt muss ich erstmal hier das umbrechen, dass man es überhaupt noch lesen kann.
habe ich auch einen Hinweis. Denkt dran, dass die Kollegen als im Zug mit kleinen Laptops ohne jetzt große Bildschirme, wie wir sie hier haben, unterwegs sind. Und die müssen dann ständig scrollen unter Umständen. Also versucht da Zeilen unbrüchig zu machen, kann man über Resharp natürlich auch enforcieren. So, dann gucken wir mal. Sehr schwierig verständlich, diese Geschichte. Sehr, sehr schwierig. Jetzt würde ich vielleicht mal die Jungs bitten, das kurz zu kommentieren, was es damit auf sich hat. Genau, also in der Zeile, da steht ja das, die Kontonummer als erster Wert. Sprich, da haben wir dann dieses Punkt First genommen, einfach um dann an die Kontonummer zu kommen. Und das Saldo ist der vorletzte Wert, wenn man das eben splittet am Semikolon. Sprich, ich drehe es um, skippe das erste, um ans vorletzte zu kommen und nimm das dann mal. Was war nochmal das erste? Kann ich das gerade nochmal wiederholen? Also das allererste, da will ich an die Kontonummer rankommen, die steht ja in der CSV hier ganz vorne als erstes drin. Ja. Sprich, wenn ich es splitte am Semikolon, kann ich einfach das erste Element nehmen und komme an die Kontonummer. Ah, ja. Das Saldo ist der vorletzte Wert, wenn ich splitte. Sprich, ich drehe es dann um, skip von hinten das erste, um ans vorletzte zu kommen und dann, genau. Also ich muss im Prinzip, das Saldo ist der vorletzte Wert und an den will ich ran. Und warum macht ihr First or Default? Das ist eine gute Frage. Okay. Was macht First und was macht First or Default? Wenn er bei First nichts findet, hat er vermutlich einen Error oder einen Null und beim Default trägt er dann den Default für den Datentypen ein. Fast. Also, ja, also beim First fliegt eine Exception, wenn er nichts findet. Wäre jetzt natürlich hier relativ unwahrscheinlich, dass er gar nichts findet First, weil dann hättet ihr eine leere Zeile und die dürfte schon gar nicht zurückkommen. Oder beim Splitten habt ihr quasi gar nichts. Macht mal bitte euer Mikrofon aus, das stört gerade ziemlich. Genau, also bei First würde er eine Exception schmeißen, wenn es kein First gibt. Und allerdings macht er hier Skip und Take, also da können tatsächlich schon irgendeine Konstellationen zustande kommen, bei der dann First nichts liefert vielleicht. Und dann wird er eine Exception schmeißen, beim Or Default kriegt ihr den Standardwert für den Variablen-Typ zurück. Also in Form beim String wäre es dann Null, oder bei generell bei Referenz-Datentypen wäre es Null und bei zum Beispiel Integer wäre es Null und so weiter und so fort. Ne? Also das will ich schon mal rausmachen, damit man möglichst schnell auf die Fresse fliegt, wenn da tatsächlich sowas nicht da ist, weil schon kriegt er das vielleicht gar nicht mit. Was würde er dann machen? Er wird wahrscheinlich beim Convert Double auf die Schnauze fliegen. So, machen wir schon mal das hier wieder. Okay, verstehe. Also so gehen wir das Ganze an. Jetzt ist die Frage, zeige ich das den Zuschauern noch an der Stelle, was wir jetzt machen, weil ich möchte quasi diese Zeilen normieren, rausmachen, weil es fachlich aus meiner Sicht nicht korrekt ist. Man bekommt ohnehin nur dann die richtigen Zeilen, wenn das eben so aufgebaut ist. Das heißt, das können wir uns ohnehin sparen. Und dann würde ich diese Nominierung eben auch nicht machen, dass da Semikolons ersetzt werden, weil eventuell hat man dann Zeilen mit unterschiedlichen Spalten, weil wenn in einer Zeile mal doch zwischen diesen zwei Semikolons was steht und der anderen nicht, dann hat man unterschiedliche Spalten. Das glaube ich zeige ich nicht, das Video steht ohnehin schon relativ lang, der Zuschauer hat es hoffentlich mitgenommen, wie wir dann vorgehen bei uns, sei es jetzt Ausbildung oder dann vielleicht auch eben ein Junior-Developer, den nimmt man so an der Hand, lasst erstmal den Code so umsetzen, schaut dann, wo gibt es Probleme, was kann man verbessern, also der nächste Schritt wäre jetzt auch, dass man hier entsprechend die Namen noch verbessert. Und dann auch dieses Thema hier, das war aus Sicht von der Applikation, wie die abläuft, wie diese einzelnen Schichten zusammenhängen, beziehungsweise Schicht ist ein schlechtes Beispiel, eher solche EVA-Prozesse, also Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe, kann man schöne Diagramme machen, kann es dann quasi immer weiterführen, diesen Prozess. Und hier war jetzt eben sehr stark komprimiert alles zusammen. Nämlich das Einlesen der CSV und daraus Zeilen generieren, dann die Zeilen verarbeiten
und dann sogar noch teilweise filtern und. Also ist relativ vieles in einer Klasse gewesen. Es verstößt eben gegen dieses Single Responsibility Prinzip. Und das haben wir jetzt eigentlich primär adressiert. Jetzt können wir komplett das Thema das Einlesen einer Textdatei und daraus Zeilen generieren rausziehen und können jetzt auch das viel einfacher testen, weil ich kann mir hier jetzt im Speicher entsprechend genau die Tests schreiben. Ich brauche ja nicht mehr eine fertige CSV, die ich verwenden kann. Nichtsdestotrotz würde ich wahrscheinlich trotzdem am Ende einen Integrationstest schreiben, der dann komplett einmal den Prozess durchläuft mit einer reellen CSV-Datei. Das Tolle ist ja immer bei den Buchhaltungssachen, wenn man mal Werte von denen bekommen hat, ändern die sich in der Vergangenheit nicht mehr. Das ist eigentlich was Gutes, wenn man mit Buchhaltungsdaten arbeitet, weil rückwirkend darf ja nichts korrigiert werden, sondern nur dann Korrekturbuchungen in der Gegenwart durchgeführt werden. Und dann hat man quasi einen schönen Integrationstest, den man immer wieder laufen lassen kann, mit Daten zum Beispiel vom 1.1. bis 31.3., wenn man ein Quartal auswertet. Genau. Ja, hier haben wir dann auch nochmal das Thema Testen angeschaut, wie einfach das Ganze sein kann, wie viel Sicherheit es gibt. Deswegen finde ich es besonders bei Auszubildenden wichtig, weil es eben diese Sicherheit gibt. Und dann quasi unsere Auszubildenden auch nicht zu solchen Consultants werden, die dann bei der Fachabteilung sagen, ja, also bei mir lief's, ne, das ist das Ziel, dass es nicht so ist. Und ich habe auch mal ganz kurz Git gezeigt, wichtig auch dann immer in kleinen Git-Commits arbeiten, schön fein granular vorgehen. Genau, und dann hoffe ich, dass es interessant war, einen guten Einblick in unsere Ausbildung gegeben hat. Und wenn ihr von dem erwähnten Material noch weiterführende sehen wollt, dann schreibt es einfach bitte in die Kommentare. Tschüss!